Gruselig und dampfend ging es an Halloween auf dem Plochinger Brückenwasen zu. Etliche Kostümierte versammelten sich am Bahnhof der Dampfbahner zu einem Stelldichein der Geister, Hexen und Vampire. Das Gelände war schaurig schön dekoriert und immer wieder hörte man das Dampfen der Miniloks. Denn die Eisenbahn war der Höhepunkt am Halloween-Dampf. Alle wollten eine Runde mit den Zügen der Dampfbahnfreunde mitfahren. Der Andrang an der Station war entsprechend groß. Sobald alle Fahrgäste, ob kostümiert oder nicht, in den Waggons Platz genommen hatten, ging es los und die Lokführer ließen ihre Gefährte dampfend über das Gelände im Brückenwasen fahren. Groß und klein freuten sich über den Mini-Ausflug durch das Gelände. Überall fanden sich entlang der Strecke Überraschungen. So konnten an einem Stand verschiedene gruselige, aber wohlschmeckende Köstlichkeiten erstanden werden. Mit Keksen, Kuchen und anderen Süßigkeiten wurden die Gemüter der Gruselgestalten besänftigt. Es gab aber auch Herzhaftes vom Grill oder einen Longdrink an der Bar. Beim Umweltzentrum konnten sich die vielen Besucher an einem großen Lagerfeuer aufwärmen, um sich auf die spukige Nacht vorzubereiten. Das schaurige Spektakel war ein Erfolg, der bei Jung und Alt sehr gut ankam.